Nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Hafenecker. Danke, Herr Präsident. Schönen Vormittag, Herr Bundesminister. Ich möchte an die Frage von der Frau Kollegin Günzberg-Saré anschließen. Und zwar, es geht darum, wie man mit den EZA-Geldern umgeht. Und es geht auch darum, dass wir jetzt gerade in einer Krise, wo wirtschaftlich wirklich die Situation nicht einfach ist, noch die EZA-Gelder erhöhen. Und wie gehen wir damit um, dass es auch EZA-Gelder gibt, die in totalitäre Systeme laufen? Das heißt, wie können wir hier eine Sicherheitsschleife einziehen, dass eben diese Gelder, die wir zur Verfügung stellen, dem österreichischen Steuerzahler abbringen, sozusagen, dass die auch vernünftig eingesetzt werden und nicht in irgendwelchen korrupten Systemen landen? Das wäre eine Frage, die ich an Sie hätte. Und vor allem, sollten wir nicht auch in diesem Zusammenhang davon ausgehen, dass wir uns auch anschauen müssen, welche Länder die EZA-Gelder empfangen, haben zum Beispiel höhere Militärbudgets, als Österreich das hat, und quersubventionieren wir damit nicht auch Militärbudgets von totalitären Systemen? Auch das sollte man sich anschauen. Und schlussendlich sollte man die EZA-Gelder nicht auch davon abhängig machen, dass es jedenfalls Rückführungsabkommen für Migranten gibt. Also alles das sind Punkte, die mir gerade in Zeiten einer Krise, wo es um die Wirtschaft nicht gut bestellt ist, überlegen sollte. Und deswegen würde mich Ihr Zugang dazu interessieren. Also ganz offen, ich bin sehr dankbar, dass wir die Entwicklungszusammenarbeitsmittel erhöht haben. In Wirklichkeit waren sie lange Jahre und Jahrzehnte nicht wirklich berauschend hoch in diesem Land. Da ist noch Luft nach oben. Punkt zwei, natürlich haben Sie recht. Die Entwicklungsstaaten sind oft auch Staaten mit schwachen staatlichen Strukturen, mit einem Korruptionsproblem. Aber unsere Entwicklungszusammenarbeit richtet sich auf die Menschen. Das ist Frauenrechte, das ist Wasseraufbereitung. Das sind also ganz konkrete Maßnahmen, wo wir nicht jetzt mit dem Staat ihm Geld geben, sondern mit ihm zusammen eventuell, das ist das Maximum, Projekte durchführen, die streng gemonitort werden, wo das Geld, was ich vorher schon ausgeführt habe, auch zweckgewidmet ist und überprüft wird. Aber es muss ein Minimum an Zusammenarbeit natürlich mit den staatlichen Strukturen geben. Letzten Endes, wenn wir einen Entwicklungsland aus seiner Situation rausführen müssen, dann müssen wir auch darauf hinführen, dass es am Schluss sinnvolle Verwaltungsstrukturen gibt. Aber Querfinanzierung von Militärausgaben oder anderen Ausgaben wird es sicher nicht geben und hat es auch nicht gegeben. Die nächste Frage stellt der. Wichtigen Zusatz, wenn ich noch darf, Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, Kohärenz und Konditionalität sind, glaube ich, zwei ganz wesentliche Stichworte, auch bei der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist nicht etwas, was im luftleeren Raum stattfindet. Und so wie wir auch auf europäischer Ebene darauf drängen, so will ich das auch, so mache ich das auf nationaler Ebene. Und da gibt es aber nicht nur die Entwicklungsgelder. Da gilt auch der Freihandel dazu und generell sozusagen die Gestaltung unserer bilateralen Beziehungen, wenn wir bei Rückübernahmen Fortschritte erzielen wollen. Da bin ich ganz bei Ihnen.